Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Haselbach von Plusmacher in der Vinyl Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Vinylinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Vinyl findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Haselbach von Plusmacher, das Ganze im Jahr 2018 erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Vinyl aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl! Die Box zu diesem Album habe ich euch ja bereits vorgestellt. Es gab damals sogar ja zwei Boxen. Beide habe ich euch bereits vorgestellt. Und heute ist es an der Zeit für die Vinyl Edition. Genauer gesagt für die Picture Vinyl. Genau, so sieht das aus. Wir werden als erstes mal die Folie entfernen. Aber bevor wir das machen, haben wir oben rechts noch einen Sticker. Und zwar lesen wir hier Limited Picture Vinyl Edition inklusive A2 Poster. Ja. So sieht's aus. Nachdem wir das zur Kenntnis genommen haben, werden wir mal das Ganze hier öffnen. So. Dann machen wir die Folie ab. Somit ist dann auch der Info-Sticker hier weg. Und so sieht das Ganze dann aus. Also wir haben hier ein weißes Cover und in der Mitte das Hanfblatt aus 100 Euro Scheinen oder in 100 Euro Optik. Oben haben wir das Label Goldbräuler präsentiert, darunter Haselbach Plusmacher, produziert von The Breed. Auf der Seite sieht das Ganze so aus. Plusmacher, Haselbach, Goldbräuler Records plus die Katalognummer. Und dann schauen wir mal auf die Rückseite, denn hier haben wir den Interpreten gerade am Joint rauchen. Haselbach lesen wir auch hier wieder, Barcode, Katalognummer. Und hier, ungewöhnlicherweise, denn das Cover ist ja so, ist das Ganze dann hier so etwa 90 Grad gedreht, sagen wir so. Und hier haben wir dann die Tracklist. Wir haben hier A, B, C und D-Seite, also eine Doppelvinyl. Und wir haben hier auch die Features mit angeführt. Features sind mit dabei von Moloch Dilemma, Botanica, SDK, Karate Andy, DZ, MC Bomber und nochmals Botanica. Dann hier wieder die Beteiligten. Dann würde ich sagen, wir schauen mal rein. Und so sieht das hier von innen aus. Auch hier hat man wieder 90 Grad gedreht. Bedeutet, das Ganze hier im Hochformat habe ich, um ehrlich zu sein, auch noch nie gesehen. So. Hier unten wieder die Logos der Beteiligten. Dann hier Plusmacher in seiner wunderbaren Jacke plus Bauchtasche umgehängt. Dann die ganzen Infos zu den Beteiligten, die Credits und so weiter. Und hier haben wir dann die Tracklist nochmal. Hier kann man es dann etwas besser lesen. Hier ist es etwas dicker, etwas besser gedruckt. So, dann schauen wir uns mal die Vinyls an. Die kommen hier, das sieht man auch selten, in einer transparenten Klarsichthülle. Also nicht in einer, wie sonst üblich, in so einer Papierhülle in weiß oder schwarz. Nein, hier ist das Ganze in so durchsichtigen Folien. Und ansonsten haben wir noch das Poster, sonst weiter nichts. Okay, gut, dann starten wir wie immer zuerst natürlich mit den Vinyls. So, Vinyl Nummer 1 war, glaube ich, die untere, genau. So, wie gesagt, die kommt hier tatsächlich in so einer Plastikhülle. So sieht das aus, geht hier auf der Seite auf. Und das ist dann die Picture Vinyl. Die erste Seite hier mit Plusmacher in einer Adidas Firebird Jacke, so sieht das aus. Seite A, Rückseite ist dann die Seite B. Die Bilder haben alle so einen ziemlich grünen Schleier, so einen grünen Stich. Hier sehen wir im Detail seine Rolex und seinen Ring. Dann schauen wir mal weiter zur nächsten Vinyl, also das ist A und B Seite. Und die zweite Vinyl beinhaltet dann natürlich die C- und die D-Seite. Das ist die C-Seite. Hier haben wir ein Foto von Plusmacher und Botanica. Goldbräuler Records lesen wir auch hier wieder unten. Und die D-Seite sieht dann so aus. Hier haben wir dicke, also eine ganze Handvoll dicke Ladung Gras. Seite D, Goldbräuler Records. Ja, so viel zu den Vinyls. Die sind also auf allen vier Seiten individuell gestaltet. Dann, wo ist das Ganze offen? Hier,
packen wir wieder zurück und kommen zum nächsten Inhalt. Das gibt es auch sehr selten bei Vinyls, und zwar haben wir hier noch ein Poster mit dabei. Das Poster kommt im Hochformat, sieht so aus, in weiß. In der Mitte wieder das Hanfblatt aus den 100-Euro-Scheinen, Hasselbach Bluesmacher, produziert von The Breed, und darüber wieder Goldbräuler präsentiert. Ja, das ist das Poster, einseitig bedruckt im Hochformat, Format A2. Gut, das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Vinyl Edition befindet. Einmal das eben gezeigte Poster, wie gesagt, einseitig bedruckt, A2 und hochformatig. Dann haben wir die beiden Vinyls, die beiden Picture Vinyls. Vinyl Nummer 1, Vinyl Nummer 2 mit insgesamt 14 Tracks. Jawohl. Das alles in dieser wunderbaren Box, in dieser wunderbaren Vinyl. Hasselbach von Plusmacher. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Vinyl? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Plusmacher unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.